Hallo und herzlich willkommen zu Mototech. Heute geht es um die 1199. Oh, das wäre geil. Die haben richtig Geld. Einfach mal die Leute verarschen und einfach sagen, dass ich mal das Bullshit. Ja, läuft. Und dieses Motorrad ist gesponsert von. Bei OnlyFans. Verfolgt uns jetzt auf unserem OnlyFans-Account. Ursprünglich wurde diese 1199 ja mal mit der Prämisse gekauft, sie als Straßenmotorrad zu bewegen. Das sieht jetzt mittlerweile anders aus. Viele haben es jetzt über ein paar Stories und über die Bilder schon mitgekriegt, dass aus der 1199 jetzt dank des kollektiven Drucks aus meinem Umfeld ein Rennmotorrad geworden ist. Und wir wollten euch jetzt einfach mal mitnehmen. Das Projekt ist noch nicht ganz am Ende. Wir sind auch heute wieder bei Ducati Schilling, um noch ein paar Teile dran zu bauen. Dazu folgt aber mehr in einem anderen Video. Wir wollten euch jetzt heute einfach mal mit dem Status Quo abholen, was sich denn seither so geändert hat und was an diesem Motorrad jetzt genau dran ist. Da muss ich mich auch nochmal bei den Jungs von Schilling bedanken für die Mithilfe bei vielen Detaillösungen oder auch fürs Abgucken lassen quasi von vielem. Ich würde aber sagen, wir führen euch jetzt einfach mal von vorne nach hinten mit der ganzen Geschichte durch und sagen euch einfach mal, was an dem Motorrad gemacht ist. Wir haben grundsätzlich den Kabelbaum hier so ein bisschen zusammengefasst, damit da keine 100 Kabel mehr raushängen, und haben ein Geweih von DB Holders dran mitsamt Ram-Air-Kanal. Daran hängt auch der Kühlerüberlauf. Der Kühlerüberlauf geht über einen Schlauch nochmal hier hoch. Falls also der Kühler überkochen sollte und dieses Gefäß füllt, das ist jetzt zum Beispiel so eine abgeguckte Lösung, kommt es hier hoch und ich sehe hier quasi das aufsteigende Wasser an mir vorbeikommen, so als Indikator dessen, dass der Motor jetzt wirklich, wirklich zu heiß läuft. Das ist quasi eine Sicherheitsmaßnahme und sieht halt auch noch sehr racy aus. Wir haben an die Achse, habe ich Protektoren rangedreht, einmal hier und einmal drüben zum Rausziehen, weil normalerweise ist das bei den Achsen der 1199 immer ein bisschen blöd. Man muss draufklopfen oder die irgendwie komisch rausfriemeln. Und so habe ich jetzt hier einen Punkt zum Draufklopfen und drüben einen Knauf quasi zum Rausziehen. Stahlflexleitungen sind von Hail Performance. Das sind jetzt quasi auch Leitungen im H-Setup, wie die bei meiner GSX-R schon dran sind. Das heißt, Pumpe einmal runter und dann im H rüber. Mit einem Extra-Halter nochmal befestigt, damit das hier nicht unnötig Slack hat. Wir haben einen großen H2O-Kühler. Das war auch unbedingt nötig, denn ich hatte dieses Motorrad das erste Mal in Most mit auf der Rennstrecke dabei. Es hat irrsinnig Spaß gemacht. Da war aber auch noch das ABS drin. Und eben der Serienkühler. Und man hat dann gemerkt, dass das Motorrad eh schon sehr heiß lief. Das wurde mir auch im Voraus mehrfach schon gesagt, dass das passieren wird. Ich dachte aber, ich lasse mal drauf ankommen. Im Endurance-Rennen bin ich dann hinter einer RSV4 her zum Bogen hochgefahren in Most. Viele werden die Stelle wahrscheinlich kennen, also unter Volllast im dritten, vierten Gang da so einen Berg hoch. Und wenn man dann wirklich im Dogfight gefahren ist und keine Anströmung mehr auf dem Serienkühler war, dann ging das Motorrad mal schnell im Fahrbetrieb auf über 100 Grad. Das hat mir dann nicht gefallen und ich habe sie stehen lassen, weil ich wollte da keinen Motorschaden riskieren. Deshalb ist hier der H2O-Kühler dran. Das ist jetzt experimentellerweise kein Wasser- und Ölkühler, sondern nur ein Wasserkühler. Der Ölkühler bzw. der Ölwärmetauscher ist noch Serie. Das Motorrad läuft aber auch jetzt. Wir waren in Cremona, da war es auch relativ warm und das Motorrad ist bombenstabil auf, ja, ich sag mal, zwischen 75 und 85 Grad gelaufen, je nach Tageszeit. Also perfekt. Da musste dann ein bisschen was umgebaut werden hier am Batteriehalter. Ein bisschen was verlegt werden an Relais, damit eben diese ganzen Kühlrohre hier Platz haben. Wir haben dann
hier die ganzen Schutzmechanismen und die ganzen Gleitschienen und sowas entfernt, einfach, dass man hier schön einen freieren Zugang hat und gleichzeitig eben eine Bonamici-Fußrastenanlage, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, verbaut. Die habe ich einfach gewählt aufgrund der Robustheit und aufgrund der Verstellmöglichkeiten, weil der vordere Teil des Rastenträgers geht hier vorne auf die Grundplatte und der andere Teil hier hinten. Das heißt, das steift sich brutal aus und die Anlage ist sehr leicht und trotzdem brutal stabil. Das ist also hier passiert. Wir haben auch Motorprotektion von Bonamici am Motorrad. Wir haben das Sekundärluftsystem blind gelegt. Das heißt, wir haben die Öffnungen in der Airbox verplombt und haben hier Carbonabdeckungen momentan noch drüber. Da hätten wir alternativ, falls die die Hitze nicht ausgehalten hätten, auch Aluplättchen. Wir haben eine Rennverkleidung, ist logisch. Wir haben den Auspuff von Van Diemen, der sowieso schon dran war, der auch jetzt im Verhältnis gar nicht so laut ist auf der Rennstrecke. Also jetzt gerade im Ausland hatte ich damit überhaupt keine Probleme, aber das ist ja auch normal. Ich denke, mit DB-Killern kann man auch in Oschersleben fahren zum Beispiel. Dann gehen wir einmal rum am besten. Wir haben hier hinten den ganzen Schwingenschutz, die Fender, alles entfernt und haben hier mit Hitzeschutz alles schön zugemacht, weil sich rauskristallisiert hat, dass durch die Auspuffverlegung die Hitze so sehr hier abstrahlt, dass die Bremse quasi zumacht langsam. Deswegen hier auch überall der Hitzeschutz. Funktioniert jetzt sehr gut und anstandslos. Auch hier wieder Bonamici. Wir haben auch Bonamici-Stummel am Motorrad. Zur Ergonomie, wobei eigentlich die Serienergonomie schon sehr gut ist. Die sind nur ein bisschen breiter. Das heißt, man hat ein bisschen mehr Platz und man kann halt doch noch ein bisschen freier variieren, was die Winkel der Drehung angeht. Ölkühler bzw. Wärmetauscher, wie gesagt, noch Serie. ABS ausgebaut, aber ABS, auch da habe ich mich bei Schilling informiert bzw. abgeguckt. Wir haben hier Folgendes gemacht. Das ABS-Steuergerät ist noch drin. Das ABS-Steuergerät ist hier eigentlich mit dem ABS-Steuerblock verbunden. Das heißt, mit den ganzen hydraulischen Ventilen, die hier normalerweise dran sind. Das haben wir abgenommen, den ganzen Hydraulik-Part quasi weg und nur den elektrischen Part drin gelassen. Das hier ist auch so ein Steuerventil, so ein kleines Plastikteil. Das muss drin bleiben oder habe ich jetzt drin gelassen. Dann habe ich das Ganze mit einer Aluplatte hier versiegelt, mit Hitzeschutztape und habe mir dafür einen eigenen Halter gebaut, weil die Serienhalter passen dann nicht. Und so ist das hier eben schön eingespannt. Man spart sich sehr viel Gewicht, weil der ABS-Steuerblock rausfällt, die ganzen Leitungen fallen raus und muss aber nicht extra zu Bikesports Development und sich für 500 Euro irgendein Eliminator-Kit kaufen. Das ist natürlich dann final noch die vielleicht schönere Lösung, aber so kostengünstig und man hat trotzdem alle Vorteile, nämlich ABS raus, Gewicht gespart und eben schöneres Bremsgefühl. Fehlermeldungen wirft das dann auch nicht. Man kann einfach das ABS nicht mehr verstellen und im Display steht ABS-Strich statt ABS 1, 2, 3 oder off. Funktioniert aber alles bestens. Die Traktionskontrolle regelt eh vom ABS getrennt. Das heißt, da gibt es überhaupt keine Probleme. Auch hier ein bisschen Kabelneuanordnung. Hier sieht man dann das Konstrukt von Überlaufschläuchen am H2O. Das heißt, wenn es hier rauskommt, kommt es erst hier in den Überlaufbehälter. Und wenn dann der mal wirklich volllaufen sollte, weil der recht wenig Volumen hat, dann geht es hier hoch in den Behälter. Und ab da wird es mir dann quasi durch das Blubbern in der Leitung angezeigt, dass jetzt das Kühlwasser sehr warm ist. Weiter haben wir hier oben so einen wunderschönen Jet-Prime-Schalter für Kill, Start, Stop quasi. Wir haben Armaturen von WRS und Jet-Prime, also so PlayStation-Knöpfe. Wir haben eine Magura HC3-Pumpe, die auf dem Motorrad in der 18er-Anlenkung perfekt funktioniert, in Verbindung mit Stahlflex, in Verbindung mit gescheiter Bremsflüssigkeit und Z04 belegen. Bremst das wirklich fantastisch, also macht richtig Spaß auf der Bremse. Und letzten Endes war es das dann auch gewesen. Warum der Umbau? Ich hatte das Motorrad, wie gesagt, in Most mit dabei und habe da gemerkt, das Motorradpotenzial kann man auf der Nordschleife und auf der Landstraße vielleicht ankratzen, aber nie hundertprozentig erfahren, weil das Motorrad so geil einlenkt und sich so Rennstrecken fokussiert fährt, dass es eigentlich fast zu schade ist, auf der Landstraße zu fahren. Zudem ist man halt mit diesem Motorrad wirklich nur glücklich, wenn man extrem drauf rumhackt, also wenn man wirklich sehr schnell fährt. Das ist auf der Landstraße natürlich illegal und blöd,
und auf der Nordschleife sehr gefährlich. Und auch auf der Nordschleife erreicht man nicht die Schräglagen und die Kurvengeschwindigkeiten, die man jetzt auf einer richtigen Retortenrennstrecke erreicht. Deshalb umbauen und deshalb diese ganzen Teile, weil ich dann gemerkt habe, okay, mit Serienkühler ist das thermisch gesehen auf Dauer für den Motor echt nicht schick. Deswegen war das einfach eine Vorbeugungsmaßnahme, die ist nicht günstig. Es gibt auch günstigere Alternativen von JM Race Radiators zum Beispiel, die dann nur so einen Zusatzkühler ranmachen. Aber sowas oder einen Zusatzkühler würde ich auf jeden Fall empfehlen, jedem, der das ernsthaft vorhat. Und ja, das ganze Thema Ergonomie war auch nicht unbedingt nötig. Wir hatten da davor Gillis VCR 38 GT-Rasten. Die sind schön für einen Landstraßenfahrer, aber es sind eben sehr viele Einzelteile, nicht ganz so robust. Deswegen haben wir da auch was Robusteres und vielleicht designtechnisch nicht ganz so Schönes oder Aufwendiges gesetzt. Und ABS raus war einfach so persönliche Präferenz von mir. Das Motorrad hat mit ABS schon gut gebremst, bremst ohne ABS jetzt noch viel besser. Und ja, so steht das jetzt derzeit da. Wir haben jetzt noch ein, zwei kleine Baustellen. Einmal betreffend des Vorbaus, da kommt ein separates Video. Und wir werden auf jeden Fall auch noch einen Racing-Heckrahmen installieren. Unter dem Gesichtspunkt, dass dieser Heckrahmen mit sehr viel Fläche hier hinten zumacht und ein Racing-Heckrahmen hier viel freier die Luft rauslässt und damit thermisch eben auch nochmal besser funktioniert. Plus, wir werden uns noch darum kümmern, auf einen Tipp vom Andi von Ducati Schilling hin, dass wir hier drin den Kühlwasserüberlauf, den Wasserpumpenüberlauf, der eigentlich, wenn er mal agiert, die ganze Flüssigkeit nur hier ins Zylinder-V spuckt, mit so einem Nippel versehen werden, wo dann die Flüssigkeit rausläuft. Das ist auf jeden Fall auch noch so ein Thema, was man mittelfristig angeht. Ansonsten ist es soweit mehr oder weniger fertig. Macht riesig Spaß. Video zu den Fahreindrücken kommt auf jeden Fall auch noch. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal an die Arbeit, weil wir heute noch mehr vorhaben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Motorrad habt, dann gerne in die Kommentare damit. Wir beantworten euch alles gerne, auch zu den ganzen Umbauten, die jetzt da dran sind. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.